Dadurch, dass das Zeitfahren relativ kurz ist, gibt es nur eine Devise, Hop oder Flop. Also man muss von Anfang an gleich in einen extrem roten Bereich gehen und das halt 15 Minuten lang durchziehen. Ich denke, dass es so ähnlich sein wird wie beim Zeitfahren in der Dauphiné, dass Richie Porte gewinnt, Toni Zweiter und dann einer von den Kletterern auf 3. Und ab Platz 3, 4, 5 ist alles offen.